keine Holding Six, die Thomas Tuchel eigentlich wollte, aber eine Not Holding Six, also eine Eight, also eine Acht eher. Not holding six. Überragend. Also das kann man ja gar nicht erfinden. Eins gegen zwei, Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Mehr kann man sich nicht wünschen, mehr kann man sich nicht ausmalen am 21. Spieltag in der Bundesliga. Also der absolute Kracher. Und für die Analyse brauchen wir natürlich Marcel. Hallo Marcel. Guten Morgen, Carsten. Und um das Ganze noch besser einordnen zu können, brauchen wir Klaus Toppmöller, denn der war Trainer von Bayer Leverkusen in der erfolgreichsten Zeit, als sie Vizemeister, Vizepokalsieger und Zweiter in der Champions League wurden. Und als Trainer von Eintracht Frankfurt, das war er nämlich auch mal, hat er ein geflügeltes Zitat für die Bundesliga mal losgelassen. Dann habe ich schon gesagt, bye bye Bayern. Am Ende sind die Bayern dann doch Meister geworden, aber das lag dann auch daran, dass sich Anthony Yeboah, das war der Top-Torjäger der Frankfurter und von Klaus Toppmöller damals, sich verletzt hat. Und damit war die Serie von Frankfurt gerissen. So, aber jetzt konzentrieren wir uns auf den Gipfel. Marcel, welchen Zugang hast du zu diesem Spiel? Also Carsten, mein Zugang ist natürlich erstmal der, dass ich mich extrem auf dieses Spiel, auf dieses Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga freue. Du hast es angesprochen, der Erste trifft auf den Zweiten. Sicherlich wäre es ein bisschen vermessen zu sagen, dass der Gewinner Meister wird, aber ich sage, der Gewinner dieser Partie kann natürlich einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Und ja, um da vielleicht eingangs nochmal ein bisschen wirklich ja, ein Appetithäppchen hinzuwerfen, so will ich es mal sagen, zum ersten Mal in der Bundesliga treffen zwei Mannschaften am 21. Spieltag aufeinander, die schon jeweils über 50 Punkte sammeln konnten. Also beide Mannschaften spielen ja wirklich eine tolle Saison und wir haben die beste Offensive gegen die beste Defensive, wir haben die zweitbeste Offensive gegen die zweitbeste Defensive. Also wir haben wirklich eigentlich nur Superlative in dieser Partie und deswegen ja, überwiegt die Vorfreude. Aber Carsten, um das vielleicht auch gleich mal zu sagen, ist natürlich sehr, sehr schwer, da eine Vorhersage zu treffen, wie diese Partie ausgeht. Aber dein erster Tipp, wie sieht der denn dann aus? Ja, da würde ich gerne euch mal fragen da draußen. Also wenn ich sage, die Prognose fällt mir extrem schwer, dann bin ich natürlich gespannt, was ihr sagt. Haut es mir gerne in die Kommentare. Welchen Tipp würdet ihr anspielen bei Leverkusen gegen Bayern? Ja, bin da sehr gespannt drauf. Und mein erster Tipp, da bleibe ich einfach mal sehr defensiv, wobei mein Tipp offensiv ist. Ja, also mein Tipp zielt in Richtung Offensive, ist aber defensiv gewählt, denn ich gehe auf eine 1,50er-Quote, dass in beiden Halbzeiten mindestens ein Tor fallen wird. Ich denke, die Erklärung liegt auf der Hand. Wir haben zwei sehr, sehr gute Offensivreihen. Wir haben zwei Mannschaften, die an sich selbst den Anspruch haben, das Spiel zu kontrollieren, zu dominieren. Könnte mir allerdings vorstellen, dass vielleicht Thomas Tuchel, der Trainer der Bayern, einen ähnlichen Ansatz wählt wie gegen Stuttgart. Erinner dich mal dran, vor Weihnachten haben die Bayern gegen Stuttgart gespielt. Auch damals Stuttgart mit extrem viel Rückenwind in diese Partie gegangen, haben gedacht, wir können die Welt erobern, wir können Meister werden. Und was haben die Bayern gemacht? Naja, sie waren ein bisschen vorsichtiger, abwartender, haben die Stuttgarter aber machen lassen und haben dann eigentlich extrem gut gekontert. So könnte ich mir das diesmal wieder vorstellen. Aber Leverkusen hat noch ein bisschen mehr Kontrolle im Spiel als Stuttgart, meiner Meinung nach. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir in beiden Halbzeiten auf jeden Fall mindestens ein Tor erleben. 1,50 die Quote und 4 Units mein erster Einsatz. Also, extrem spannend, dieser Kracher am Samstagabend. Was auch spannend ist, hier bei uns könnt ihr Cash abräumen ohne Einsatz. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. Und zum Thema Spielkontrolle von Bayer Leverkusen hat Klaus Toppmöller, also der Ex-Trainer und Vater von Dino Toppmöller, dem Trainer von Eintracht Frankfurt, folgende Meinung. Granit Xhaka ist ein überragender Fußballer, der alles reagiert und dirigiert und weiß, wenn er offensiv spielen muss und er defensiv spielen muss, für die ganze Mannschaft aber. Also im Prinzip ist ein Trainer auf dem Platz. Also, Granit Xhaka als die entscheidende Figur. Welche Personalien hast du noch, Marcel? Ja, man muss natürlich Florian Wirtz nennen, das ist ja ganz klar, wie er die Stuttgarter teilweise ja, umtribbelt hat, wie Slalomstangen, wird selber noch die beiden Tore vorbereitet hat zum 2 zu 3, zum 3 zu 2 im Pokalwettbewerb. Das hat mal wieder gezeigt, wie wichtig Florian Wirtz für diese Mannschaft ist. Und
Natürlich will ich eine Personal nicht vergessen, die noch so ein bisschen auf der Kippe steht, nämlich Palacios, der eigentlich auf der Sechserposition neben Xhaka spielt. Der hat muskulär nach wie vor Probleme, aber es könnte tatsächlich passieren, dass er zurückkehrt. Und das wäre gar nicht so unwichtig, denn Palacios ist der, ja, ich sag mal so, aggressive Leader, emotional Leader dieser Mannschaft, vielleicht sogar noch vor Granit Xhaka. Und deswegen wäre seine Rückkehr natürlich extrem wichtig für die Leverkusener. Und Klaus Toppmöller hat folgende Personalien, die er sich raussucht. Florian Wirtz ist der überragende deutsche Fußballer mit Musiala von Bayern München. Und aber die machen alles richtig, im Prinzip alles. Techniker, Torjäger, also die schießen keinen, die wissen genau, wo sie den Ball hinschießen, wenn er aufs Tor muss. In Deck oder Lupfen oder da kann man nicht lernen, das hat mein Blut dran. Das ist für mich der kommende Fußballer in Deutschland, für Star bei der WM, bei der EM und Hoffmann ist gut und das sind ja, super Fußballer da drin, da gibt es ja gar nichts. Ne? Marcel, kommen wir zu deinem zweiten Tipp. Genau, kommen wir zu meinem zweiten Tipp. Auch da gehe ich auf jeden Fall in die Richtung, dass ich schon das ein oder andere Tor erwarte. Ich sag mal so, beide Mannschaften haben in der laufenden Saison schon 15 Tore nach Standards erzielt. Das ist der geteilte Topwert gemeinsam mit RB Leipzig. Deswegen Standardsituationen werden auf beiden Seiten auf jeden Fall Gefahr bieten. Zudem darf man nicht vergessen, die letzten 5 Leverkusener Tore gegen die Bayern kamen allesamt per Standards zustande. Auch das ist sicherlich eine Statistik, die nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Und dann muss man natürlich noch sagen, dass Xabi Alonso aus seinen ersten beiden Bundesliga-Partien gegen Bayern 4 von möglichen 6 Punkten holen konnte. Ja, das heißt, das 2:2 endet das Hinspiel. Letztes Jahr hat er sogar mal gewonnen gegen die Bayern. Und jetzt könnte er tatsächlich der erste Trainer seit Julian Nagelsmann werden, der in seinen ersten 3 Bundesligaspielen gegen die Bayern nicht verliert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage, es werden schon in der ersten Halbzeit mindestens 2 Tore fallen. Über 1,5 nach 45 Minuten. 2,25 die Quote und da gehe ich mit 2 Units drauf. Und da wir natürlich schon einen Experten in der Runde haben, habe ich ihn natürlich auch nach dem Ausgang des Spiels gefragt. Ich tippe auf einen knappen Sieg für Bayer Leverkusen, weil die imponieren mir so im ganzen Jahr jetzt, das ist schon sensationell. Marcel, Leverkusen als Favorit, gehst du da mit? Nein, da gehe ich nicht mit. Ich will auch ganz kurz erklären, warum. Natürlich spielt Leverkusen bislang eine herausragende Saison, aber Leverkusen hat natürlich ein sehr intensives Match, ein sehr kräftezehrendes Match vom Dienstagabend in den Beinen. Hinzu kommt, dass die Bayern, und Carsten, das weißt du selbst, in diesen Topspielen immer noch mal 1 bis 2 Schippen drauflegen können. Ich erinnere noch mal daran, sie haben von den letzten 21 Partien zwischen dem ersten und dem zweiten, wo sie beteiligt waren, keine einzige Niederlage einstecken müssen. Also sie sind wirklich in diesen Topspielen ja herausragend gut. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Bayern da nochmal den Leverkusener zeigen können, wer denn eigentlich wirklich die Nummer 1 in der Bundesliga ist. Allerdings, und das darf man auf gar keinen Fall unberücksichtigt lassen, die Personalsituation bei den Bayern ist extrem angespannt. Wir haben Davis, der sich jetzt verletzt hat. Das heißt, Guerreiro muss wahrscheinlich als Linksverteidiger auflaufen. Das ist offensiv sehr, sehr gut. Defensiv ist es, das weiß ich aus Dortmunder Zeiten, ja, eine Schwachstelle, so will ich es, denke ich mal, sagen. Gnabry ist verletzt, Coman ist verletzt, Kimmich, Upamecano, bei denen besteht noch ein bisschen Hoffnung, dass sie zurückkehren, wobei das eher auch momentan nicht darauf hindeutet. Ein Leimer wird nicht spielen. Das heißt, wir werden auch wieder Vielleicht sogar Pavlovic. Neuer, der war jetzt nicht beim Training dabei unter der Woche. Also wir sind am Mittwoch, wir wissen es nicht, aber das könnte natürlich auch noch mal mit reinspielen. Ja, du merkst es, ja. Wir haben viele Spieler bei den Bayern, die nicht zur Verfügung stehen oder angeschlagen sind. Das ist natürlich ein Risiko, aber wir haben natürlich auch Spieler bei Bayern, die so ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen. Allen voran natürlich Pavlovic. Alexander Pavlovic, ein super Spieler, Box-to-Box-Spieler, sehr torgefährlich für seine Position. Keine Holding Six, die Thomas Tuchel eigentlich wollte, aber eine Not Holding Six, also eine Eight, also eine Acht, eher. Not holding six. Überragend. Also das kann man ja gar nicht erfinden. Ja, Not holding six. eben drum. Ja, deswegen, ja, sage ich trotzdem, die Bayern in Topspielen, da würde ich nie gegen sie tippen. Und das wird dann anhand auch meines dritten Tipps deutlich. Ich werde nämlich keine einzige Wette auf den Spielausgang abgeben, also keine Wette in Richtung Tendenz für eine der beiden Mannschaften, sondern mein dritter Tipp lautet: Harry Kane trifft mindestens einmal. 24 Tore nach 20 Spieltagen,
auf Lewandowskis Spuren unterwegs. Und gerade in diesen Topspielen gibt es öfter mal einen Elfmeter, der dann natürlich Kane Sache wäre. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, als dritter Tipp, dass Kane auch diesmal mindestens einmal zum Torerfolg kommt, völlig unabhängig, wie das Spiel am Ende ausgeht. Da gibt es dann nochmal eine Quote von 2,10 und da gehe ich nochmal mit 2 Units drauf. Also, Marcello meint, der Rekordmeister, das Imperium schlägt zurück. Aber wir nehmen gerne eure Kommentare und natürlich auch gerne Abos entgegen. Und hier sind nochmal die Tipps von Marcel. Übrigens, die anderen Spiele haben wir natürlich auch getippt. Jetzt zeigt er nochmal auf. Was ist denn jetzt schon wieder? Not holding six. Ich möchte ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir in der letzten Woche auch ein extra Video gedreht haben zum Spitzenspiel Bayern gegen Gladbach und das Spiel endete 3:1 und ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, wer denn gesagt hat, dass dieses Spiel genau so endet? Weiß ich nicht, das ist mir ein Unbekannter gewesen, aber ich nehme ihn gerne immer wieder in die Show. Ist ja gut, wir streicheln dein Haupt und sagen toll. Ja, danke schön, das war wichtig für mich, Carsten. Nein, aber deswegen darfst du mich gerne fragen, was mein Ergebnis zu diesem Spiel ist, dann werde ich dir nämlich antworten. 2:3. 2:3. Ja, ich sage 2:1 Leverkusen. Aber egal, wir beschließen diese Show mit einem Zitat von Klaus Toppmöller. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Es war lange Zeit jetzt immer nur Vize, Vize, Vize. Und jetzt werden sie Meister, Meister, Meister.